Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trackmania 2 Valley. Wir sind wieder. Wir fahren weiter unsere Mania Exchange Path of the Week Maps, denn online ergibt sich gerade nichts um die Uhrzeit, wo ich jetzt gerade mich beschlossen habe aufzunehmen. Hier oben zu sehen, 1 Uhr fast. Gut, da war eigentlich nichts auf dem Server. Deswegen mache ich jetzt einfach hier weiter mit dem Dirty Day. Das ist hier die nächste Map, die hier auf dem Plan steht. Von einem Shady International oder was ist das? Flughafen. Oder für was steht es? Ich kenne nicht mal die Flagge. Oh Gott, meine Erdkunde kennen das ja wieder. Tau voll am Arsch. Was haben die Leute zurzeit hier mit diesem komischen Farbeffekt in ihren Intros? Ist das zurzeit hier die große Farbverschwörung oder was ist das? Eigenartigst. Egal, wir fahren das trotzdem mal eine Strecke hier. Und hier nochmal kurz der Aufruf, falls ihr wie nennt sich das, Abo-Maps habt. Also Maps, die ich immer die ihr gebaut habt und ich mal hier im Let's Play spielen soll, dann schickt sie mir doch mal zu. Dann kann ich die auch mal hier noch einbauen. Mehr Maps zu haben ist immer gut. Und Maps von euch macht halt gleich dann irgendwie doppelt Sinn hier. Macht nichts, wenn sie nicht so mega überragend sind, dass einem die Ohren abfallen oder so, oder die Augen rausglotzen oder irgendwie so. Ihr wisst schon, was ich meine. Fast trotzdem. Wenn mir halt Sachen nicht gefallen, dann sage ich das halt, was mir nicht gefällt und was man vielleicht besser machen könnte. Da kriegt also praktisch direkt Feedback auf eure lustigen Strecken. Also lohnt sich ja immer, das Zeug einzuschicken. Und wenn nicht, dann schickt es halt nicht ein. Singt euch ja keiner. Aber ich würde mich wie gesagt freuen. Aber wir fahren jetzt erstmal diesen Scheiß hier weiter. Wieso hatte ich gerade am Anfang so einen nach rechts, links-Trall? Das habe ich sowieso gerade nicht überrissen. Egal, jetzt weiß ich immer, dass man hier schön durchzielen muss. Oh, doch haben wir eigentlich mal 8 Sekunden gut gemacht. Ach stimmt, ich habe ja ends viele Respawns gemacht und jetzt bin ich hier am Checkpoint vorbeigeflogen. Ist natürlich top, wenn man direkt am Checkpoint vorbeifliegt und anscheinend gaylordet mein Gamepad schon wieder durch die Gegend, weil es irgendwie immer voll Bock hat, nach links zu ziehen, obwohl links gar nichts ist. Och, und diese Steine schon wieder im Wasser. Komm, also wirklich, machst du da Stein im Wasser? Ist nicht gut für deine Gesundheit, nicht für meine Gesundheit, so rum. Die hätten sie echt mal ein bisschen weiter rausbauen können eigentlich. Das hier... Wow, was war denn das gerade? Ich bin jetzt gerade irgendwie in der Luft angeeckt. Ich habe es jetzt gerade gar nicht richtig überrissen, ne? Was ich da angestellt habe. Das muss ich gleich nochmal gucken. Oder wenn ich es nicht nochmal reproduzieren kann, das Verhalten, muss ich es mir in der Aufnahme angucken. Oh, ich schau mal ein Let's Plays. Bin ich cool? Was? Fast 10 Sekunden war ich vorne. Hier, das Ding könnte man auch so ein bisschen links durch abcutten. Aber ich glaube, ich mache jetzt gerade hier nur noch irgendwie so um die 7 Sekunden gut. Kann das sein? Oh, immerhin fast 8. Ist doch gar nicht schlecht. Damit haben wir schon mal Silber am Start. Dann fehlt jetzt nur noch Gold und Outdoor-Zeit. Da lässt sich sicher noch was machen. Spätabend in der Streckmania Strecksen Dyson. Boah, was war denn das jetzt? Hat es irgendwie gerade aufgehört zu lenken? Auch wenn es aufhört zu lenken, ist auch nie gut. Jetzt, nach meiner Tastatur fängt jetzt auch mein Gamepad an zu spacken oder was? Das wäre nicht so günstig. Da hätte ich große Angst davor, wenn das passiert, weil auf so eine Kacke habe ich überhaupt keine Bock. Dann müsste ich mir mal wieder ein neues Gamepad anschaffen. Die, wo ich haben will, die gibt es ja nicht mehr. Müsste ich mir irgendwann mal so dann... Ach, hier sieht man es jetzt. Hey, ich bin tatsächlich gegen irgendwie eine unsichtbare Wand hier gedonnert. Was auch immer das war. Interessant auf jeden Fall. So, wir wollen uns erstmal schauen, dass wir hier jetzt gleich nicht diesen selben Fehler machen. Oh, jetzt hat es mich natürlich irgendwie nach rechts rausgesappt, wieso auch immer. Okay, könnte man das Sappen nennen überhaupt? Nee, mir hat es einfach das Heck verrissen. Was ich hier wieder für lustige Wörter mir ausdenke, für irgendwelche Sachen, die mir passieren. Ja, wir sind halt sehr erfindungsreich, ne? Wir erfinden neue Sachen. Genauso wie man hier immer ganz viele Strecken erfindet. Beziehungsweise ihr Strecken erfinden solltet, die mir schickt. Nein. So schlimm ist es nicht. Wir fahren trotzdem hier einfach lustig weiter den Schmarrn hier.
Und ich will jetzt endlich mal wissen, wie das hier... Oh, ich will einmal mal eine gescheite Runde hier reinbekommen. Dann hätte ich immer ein Goldzeit. Das, also ziemlich sicher Goldzeit wahrscheinlich. Sofern die nicht so arschlochmäßig auf eine extrem gute Zeit ausgelegt ist. Irgendwie habe ich hier vorher das Ding hier erheblich besser hinbekommen. Und irgendwie war dieses Anecken hier echt extrem gut. Aber ich check nicht, wieso... Na gut. Man muss ja nicht immer alles checken, denn das war schon wieder ein bisschen zu eng reingezogen fast. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mir bricht im Offroad die Karre inzwischen wieder mehr aus als wie vor ein paar Folgen noch. Oder ich bin einfach nur so bekloppt. Ich kann mich noch nicht entscheiden. So. Sollen wir schon mal Gold haben? Schauen wir mal jetzt erstmal, wo wir hin müssen für unsere Outdoor-Zeit. Die Outdoor-Zeit sagt 45:45. Das ist schon die zweite Map, wo die Sekundenanzahl gleich der Hundertstelanzahl ist. Letztens hatten wir doch auch eine Map, da war das aber noch ein bisschen geiler eigentlich mit dieser 33:33. Sowas ist doch immer cool anzugucken eigentlich. Oder vielleicht cheaten die alle und stellen die Zeit einfach ein und sagen, ja, das ist meine Outdoor-Zeit, fahrt die. Denn ihr werdet das eh nicht schaffen. Ein Evil. Oh, fuck, Scheißteil, ey. Okay, komm. Zwei, drei Versuche machen wir hier auf der Map noch. Dann würde ich mir sagen, machen wir uns auf zur nächsten. Ich glaube, die... Auch wenn sie schaffbar ist, die Outdoor-Zeit, werde ich die jetzt hier wahrscheinlich jetzt erstmal nicht einfahren. Oh, weil immer diese Steinchen hier mixen. Die bringen mich zum Weinen. Ich weine den ganzen Tag dann. Und es ist total schlimm. Da muss mir irgendwer wieder Taschentücher bringen, weil ich alles vollgerotzt habe. Ich feg dich doch einfach, ey. Was ist denn das? Ah, komm schon. Wenn die Verzweiflung schon in Gelächter ausartet, dann ist immer wieder der Punkt erreicht. Man sollte eigentlich Schluss machen. Nein, zum dritten Mal dieselbe Stelle. Jetzt komm, jetzt einmal will ich es nochmal schaffen. Wenn ich jetzt wieder in dieselbe Stelle reinrasse, dann raste ich, glaube ich, aus und mache einfach nächste Strecke. Okay, ich mache sowieso nach dem Versuch jetzt hier die nächste Strecke, weil einfach ich mir das so ausgedacht habe, dass ich das mache. So. Irgendwie habe ich das gerade gar nicht schlecht erwischt, glaube ich. Oh, wir sind hier noch immer leicht vorne. Vor meiner alten Zeit. Wo das war, jetzt gerade ziemlich gut rumgezogen. Was ist denn das jetzt gerade gewesen? Ja, okay, das war's dann mit Zeit verbessern. Dadurch, dass ich diesen schwarzen Fehler gemacht habe. Ich fasse es trotzdem einfach nochmal durch. Because again und so. Scheißbaum. Wieso habe ich hier nicht eine Kettensäge vorne an der Motorhaube dran und kann den ganzen Käse wegrasieren? Gut. Dann also für diese Runde mal keine Autozeit. Stattdessen geben wir uns die nächste Map. Das wäre jetzt welche? Valley Wonderland von Don Fetti. Oh, der Name ist wieder cool. Oh, das lädt wieder Skinpacks runter. Snow Tree Skinpack. Also wir dürfen jetzt im Schnee fahren. Das wäre natürlich auch cool. Let it snow. Music, gut, dass wir diese ganzen Music-Scheiß nicht hören. Ist immer sehr gut. Aber das habe ich irgendwann mal ausgemacht hier, weil dass sonst Probleme mit der GEMA gibt hier bei scheiß YouTube-Videos beziehungsweise wegen scheiß GEMA. Und die Map sieht echt gar nicht schlecht aus. Schön zugefroren. Man sieht endlich mal, wo der Scheiß hier anfängt, also die Straße anfängt und wo sie aufhört. Und zwar mit einer richtig sehr kontrastreichen Kante, muss ich es denen lassen. So, wir müssen nämlich jetzt irgendwie hier durch. Ja, okay, das hier mit dem Offroad, das fährt sich halt echt so ein bisschen schneemäßig und wenn man hier so komisch geslidet kommt, dann ist es hier sogar richtig schneemäßig. Aber ich muss das Ding hier nicht ganz so schneemäßig fahren. Nein! Scheißteil, ey. Da muss ich also jetzt auch noch richtig hochbumpen. Ja, das könnte eventuell zu einem Problem werden. Da ich nicht so der Präzisionsfahrer bin. Okay. Könnte man das so nennen? Ich bin nicht so der Präzisionsfahrer, ich bin mir das gar nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich auf
sowas nicht ganz so den Bock. Zwar ich gar nicht, ob ich das hier hochschaffe. Boah, ich habe es immerhin hochgeschafft. Man muss hier echt diesen Bremstrick anwenden, damit die Karre hier nicht total überschlägt, glaube ich. So, da hinten ist ein Pfeil. Wir springen jetzt auch ganz genau auf den Pfeil zu. Weh, das bringt nichts. Und es doch, es bringt was. Okay, ich könnte sogar mal nächste Runde ein bisschen weiter links anzielen. Wir haben schon direkt Gold, dann können wir direkt mal nachgucken gehen. Was die Outdoor-Zeit wäre von Born Fetti. 36,99. Oh, das geht. Halbe Sekunde runter. Das sollte hier glatt drin sein, hoffe ich zumindest. Zumindest wenn ich mich hier ein bisschen anstrenge. Boah, da hätte ich hier schon alleine eine halbe Sekunde gut gemacht. Okay, ich habe die Kurve hier, habe ich vorher extrem geil hochgezogen. Das müsste ich natürlich wieder hinbekommen dafür, dass mir dieser Scheiß hier was bringt. Aber diesen Span hier kann man halt extrem viel enger nehmen. Aber dann muss ich, soll ich zuvor vom Gas gehen, damit ich das richtig schaffe? Ich bin mir gar nicht sicher. Geht es einfach in die experimentelle Experimentierphase ein? Experimentelle Experimentierphase. Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss ausprobieren und so ein Scheiß. Ach, schon wieder in den Busch mitgenommen. Ja, also wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich ihn ganz oft. Ich bin nicht lernfähig. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Das kann man sich merken. Und als Gegner zu seinem Vorteil verwenden und so. Deswegen spiele ich auch keine Strategiespiele. Wenn ich hier jedes Mal denselben Fehler mache, da verliere ich einfach immer zu hart. Ohohoho. Ja, ich weiß, ich bin traurig in der Beziehung. Keine Strategiespiele von mir. Weil einfach total schrecklich bin. Und so. Okay, jetzt wird's interessant. Diesmal kommen wir hier ein bisschen enger. Boah, habe ich hier nochmal einen echten Haufen Zeit gut gemacht. Wenn ich das Ding jetzt ein bisschen enger nehme hier, dann kann ich. Ist das richtig gemeint? Jetzt kann ich ein bisschen weiter links anspringen, gell, weil ich das Ding direkt hier drunter ist. Genau. Ja, okay. Es fehlen noch 19 Hundertstel. Für die Outdoor-Zeit. Aber das kriegen wir hin. Das ist mal echt eine schaffbare Outdoor-Zeit mal wieder. Das freut mich eigentlich recht gut. Okay, den Start, den habe ich hier vorher halt echt extrem gut hinbekommen. Ich muss einfach diese Kurve noch ein bisschen besser hochkriegen. Und diesen Offroad-Teil, den habe ich auch verkackt eigentlich. Da lässt sich auch noch ein bisschen Zeit rausschinden. Hoppala, was war denn das schon wieder? Es war ein bisschen doof, dass ich jetzt da nach links weggeschanzt bin. Das hat mir nicht gefallen, auch wenn das, glaube ich, glorreicher Selbstverschulden war. Es ist halt echt extrem schwer, hier irgendwas sinnvoll hochzuziehen. So. Genau hier hatte ich die Stelle, wo ich gemeint habe, die kann ich noch ein bisschen mehr Zeit rausschlagen, aber so geht es nicht, wenn ich hier wieder so eine Kacke mache. Daher müsste es hier erreichen. So, komm. Jetzt nochmal diesen Schmarrn hier gescheit hochziehen. Wow, wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber es war gut. Es war extrem gut. Wow. 66 Hundertstel. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Jetzt lass mich bitte diesen Zielsprung nicht verkacken. Dann heißt es hier nämlich mal wieder Outdoor-Zeit. Outdoor-Zeit. Yes. 69 Hundertstel verbessert. Ja, ja, die Nummer 69. Eine meiner Favoriten in der Zahlen. Die Zahlen, naja. Ja. Und jeder, der nicht weiß, wieso, der hat nicht aufgepasst. Nicht Spaß. Wir müssen es. Genau, wir wollen es weiter zur nächsten Strecke. Genau so sieht es aus. Auch wenn. Genau, ich will mal kurz gucken. Hier habe ich irgendwie extrem viel Zeit gut gemacht. Ich habe keine Ahnung wie. Egal. Es freut mich, dass ich es überhaupt geschafft habe. Also die Zeit gut zu machen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie. Aber wie fand das die 1 plus 1 gleich 2? Oh, noch mehr Zahlen. Was? Und die ist einfach mal über eine Minute lang. Aber das heißt, wir kriegen heute mal wieder eine Folge mit Überlänge, wenn das eine Kackstrecke ist, wenn die ich nicht, noch nicht schnell hinbekomme. Aber 1 plus 1 gleich 2, das kann doch nur voll geil werden. Brandon Production presents their first Doom App. Ach so, das ist. Ah, cool. Schon wieder so ein Farbeffekt, ey, komm.
1 plus 1 gleich 2. Ein Bauer plus ein Bauer gleich 2 Leute und 6 im Bett. Keine Ahnung. Ich weiß es noch. Von Danodot und was ist, wer ist denn der andere? Ich hab's gerade nicht ganz überrissen. Normalerweise steht es doch immer dabei, wer da mitgebaut hat. Oh, das ist, sieht aber ziemlich cool aus. Och, da muss man rüberspringen. Oh, okay. Aber die Strecke macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Okay, sie wurde ja auch theoretisch von 2 Leuten qualitätsgetestet und so. Okay, hier müssen wir runterspringen. Da hätte ich mal ein bisschen weiter nach links ziehen können eigentlich. Boah, das ist Transition-Wahnsinn hier Deluxe. Okay. Ah, immerhin musste ich hier den Looping nicht fahren. Ach, das ist tatsächlich eine Rechts-Links-Kombination. Ich war jetzt gerade total geflasht. Total, die Verwirrung hat übelst eingesetzt und so. Aber jetzt müssten wir eigentlich langsam mal in den Teil von dem anderen hier kommen. Haben noch hier 2 Leute dran gebaut, habe ich gehört. Und hier geht's hoch. Alter! Die wollten mich doch total vereiern. Okay. Also. Ja. Also die Map hier ist echt nicht ohne. Das muss ich hier echt lassen. Und sie wird gegen Ende nicht leichter. Das muss ich hier auch lassen. Dann mache ich noch so einen Scheiß. Und da müsste man theoretisch hier rechts rüberspringen. Geht das hier überhaupt von einem Checkpoint weg? Ja, das sah auf jeden Fall gerade so aus, als würde ich hier drauf kommen zumindest. Und damit würde ich auch dieses Ding hier schon mal hinbekommen. Okay, da an der Map werde ich auf jeden Fall ein bisschen länger dran sitzen. Als 5 Minuten. Das, die Map ist echt eine Ansage, aber gut. Richtig gut. Boah, ich habe sogar immerhin habe ich Bronze gemacht. Gott, da war wieder so ein komischer Farbeffekt am Ende. Mit dem Outro. Sah aus wie so ein Cell-Shading gerade eigentlich. Oder bin ich gerade bloß blöd gewesen? Also wo so Kanten extrem hervorgehoben werden. Falls einer nicht weiß von euch, was Cell-Shading genau überhaupt ist. Hier eine Kurzanleitung. Dort werden alle Kanten durch einen Kantendetektor, ja, so ein Schwachsinn gibt's wirklich, hervorgehoben. Coole Sache eigentlich. Sieht immer ziemlich abgefahren aus. Kennt ihr vielleicht aus so Spielen wie Borderlands oder so. Wenn ihr Borderlands nicht kennt, dann habt ihr was verpasst. So sieht's aus. Schnell Borderlands holen und kaufen und spielen und Spaß haben. Borderlands ist aber echt ein geiles Spiel. Da kann man nichts gegen sagen. Das ist vom Verrücktheitsgrad eigentlich eins meiner Lieblingsspiele, muss ich fast sagen. Und hier ging es jetzt hier gescheit rüberspringen und hier im Offroad gescheit nach links ziehen, damit man hier reinkommt. Ach, hier bremst ja einen echt hart aus in einem Offroad-Ding. Das gefällt mir ganz echt gut eigentlich. So, aber hier hatte ich gerade eben ein kleines Problem mit der Map. Superla. Ah, hier so geht es ja ganz einfach. Oh, komm hier rum. Ach, verdammt. Aber fast wäre es aufgegangen. Dann hätte ich hier diesen Sprung hier meisterhaft ins Ziel gedonnert. Auch wenn mir das hier jetzt gerade ein bisschen holprig vorkommt. Ja, das ist eindeutig ein bisschen holprig. Aber immerhin schon mal 13 Sekunden verbessert. Ach, jetzt wollte ich mir das eigentlich gerade angucken, diesen tollen Effekt, den sie da reingebastelt haben. Ach, verdammte Kacke. Haben die Grafiker mit ihren tollen Shadern rumgespielt. Sowas muss man doch ein bisschen würdigen. Die Arbeit von den armen Leuten, die dieses Spiel hier gemacht haben und dann das Spiel hier so realistisch aussehen lassen mussten, obwohl sie es auch im Comic-Stil hätten machen können. Na gut. Boah, jetzt habe ich immer dieses Ding hier mal gescheit durchgeschafft. Boah, das war sogar mit Slide eigentlich. Slide ist zwar normalerweise böse, aber... Oh! Huh! Okay, das hat mich jetzt einen Haufen Zeit gekostet. Da werde ich gleich von meiner alten Zeit eingeholt. Da war sie auch schon. Da habe ich es wohl ein bisschen übertrieben mit dem knapp rechts hochziehen dort. Aber das ist ja verbesserungswürdig. Oh, was? Das könnte ich fast nicht. Ja, jetzt dachte ich mir, dass ich über die Brüstung mit der Geschwindigkeit jetzt nicht mit rüberkomme. Aber cool, die Strecke. Das muss ich dir echt lassen. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut.
jetzt muss ich das hier echt zwingend nochmal durchfahren, damit ich hier diesen lustigen Effekt sehe. Und ich darf dabei nicht abbrechen drücken, das ist eigentlich das Schwierigere dran. Weil das mache ich einfach so intuitiv eigentlich schon. Oh, das war jetzt nicht gut, dass ich so viel geslidet bin. Okay, hier diesmal nicht direkt hochziehen, sondern erst hier. Dadurch hat man einfach hier auch viel mehr... Nein! Scheißdreck, Mann. Scheiß die Wand an. Nein, oh, scheiß die Wand weg, ey. Total für ein Popoz. Hätte ich hier viel lieber gescheit hinbekommen. Aber was macht diese behinderte Wand da auch? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Nein, jetzt habe ich zu früh nach rechts gezogen. Oh, dann bin ich allerdings angeeckt. Ein Wunder sowieso, dass ich nicht gegen die Wand dann, die geradeaus da eigentlich ist, reingedonnert bin, sondern tatsächlich noch die Kurve rumgeschafft habe. Aber manchmal habe auch ich ein bisschen Glück. Auch wenn mich dieses Glück hier gerade nicht zufriedengestellt hat. So, hier jetzt so rum und... Wow, das... Das war wieder Kacke. Mit dem Slide. Oh Gott. Ja, das ist halt scheiße. Wenn man aus dem Slide eigentlich überhaupt erst gar nicht reinkommen dürfte und dann man Ewigkeiten nicht rauskommt. Ich habe das sowieso noch nicht so ganz verstanden, wann der Slide ja bei solchen Sachen einsetzt. Also mit diesem komischen schief anspringen und wann ich ihn am geschicktesten wieder wegkomme. Und das war wieder Kacke, jetzt bin ich wieder angeeckt. Das heißt, wieder einen Haufen Zeit verloren. Und hier geht eigentlich noch so viel Zeit raus. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich hier die großen Fehler überhaupt noch gemacht hatte. Ach stimmt, da am Ende, da war nochmal so ein richtiger harter Klump-Part drin, wo ich doch über alles drüber genudelt bin. Mit jede Bodenwelle einmal richtig... Gott, das ist da rechts reinzuziehen, ist echt bitter. Das ist echt eine harte Speed-Take-Map. Aber die will ich auf jeden Fall jetzt noch auf Gold fahren, weil die macht echt Laune. Oder habe ich sie schon auf Gold? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, das muss ich in... Kann ich aber auch erst wieder rausfinden, wenn ich im Ziel bin, weil ich gerade so faul bin nachzugucken. Aber ich glaube nicht, dass ich schon Gold habe. Das wäre irgendwie nicht intuitiv, wenn ich das schon hätte. Weil ich einfach noch ziemlich viel Zeit zum Gutmachen habe. Nein, dieser Posten. Scheiße. Aha, wenn man es schon im Vorhinein absehen kann, dass der Wendekreis nicht ausreicht. Das ist so deprimierend. Okay, so, komm, jetzt. Jetzt fahre ich die Runde meines Lebens. Hier schon 30 Sekunden hast du gut gemacht. So ist es doch richtig cool. Jetzt dürfte ich hier schon bei 40 sein. Jetzt muss ich hier nur den richtigen... Oh. Okay, ich war zwar nicht bei 40, aber ich habe den einen Lenkpunkt auch verkackt. Scheiße. Das ist wieder so totale Mistkacke, wenn der Schmarrn so eng kalkuliert ist. Man darf echt nicht schief aufkommen bei dieser ganzen Geschichte. Oder ich bräuchte mal einen Trick, wie ich selbst mit schief aufkommen den Grip behalten kann. Das wäre mal... richtig geile Sache eigentlich. Ich habe sogar mal versucht, dass ich eventuell vom Gas gehe, mal kurz, aber das ist nicht gut. Da fange ich noch eher zum Sliden an, als wenn ich auf dem Gas bleibe, glaube ich. Sonst hat es gerade so ein bisschen den Eindruck gemacht. Oder ich sollte vielleicht auch nicht schief abspringen, das könnte ich natürlich auch machen. Also, dass ich hier immer schön in Fahrtrichtung lande. Oh, das war gar nicht schlecht. Auch wenn ich hier schon mal ein bisschen besser war. Ah, wer sagt's denn, wenn man ein bisschen mal darauf achtet, dass man hier richtig aufkommt. Wow, das war jetzt eher totales Abgelacke. Dass ich den Schmarrn jetzt hier richtig erwischt habe. Und die Kurve habe ich jetzt auch gerade richtig fetzig geil hinbekommen. Und hier war doch auch nochmal irgendwie so eine richtig behinderte Stelle. Ach genau, mit diesem Runter-Drop. Wow, das habe ich jetzt aber ganz gut hinbekommen. Ziemlich smooth und hier müssen wir jetzt hart nach rechts ziehen. Und hier hat es mich irgendwo vorher angeeckt. Aber diesmal nicht. Diesmal sind wir hier
auf totalem mega über Goldkurs. Wo ich dachte schon, ich komme hier neben der Straße rein. Aber 1,1450, das ist gar nicht schlecht. Das sollte auf jeden Fall Gold bedeuten. Ah, jetzt sieht man auch diesen lustigen Cell-Shading-Effekt. Zumindest, oh nee. Ach nee, die Karre ist bloß so gemacht, dass sie so aussieht. Jetzt, wenn man am Start direkt hinter dir steht, dann sieht es echt so ein bisschen danach aus, als hätte sie so einen behinderten Effekt drin. Egal, aber wir wollen jetzt erstmal noch gucken, wo hier die lustige Outdoor-Zeit eigentlich liegt. Ach, die kann ich mir hier gar nicht angucken. Dann muss ich nochmal verbessern klicken und dann hier rein. Die wäre bei 1,1315. Boah, das ist schon noch ein ganzes Stück. Über eine Sekunde runter. Aber dafür habe ich heute nicht mehr die Zeit. Deswegen würde ich mir sagen, machen wir heute wieder für heute Schluss. Falls die ganze Schmarrn hier wieder gefallen hat, lasst ein Like da. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Runde Let's Play Drückermanie Rebelle.